Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, ja. Ich möchte noch kurz was machen. Und zwar, wir können unsere Fähigkeiten ein bisschen skillen. Jetzt muss ich das nur schnell anfinden, wo ich das jetzt herausgefunden habe. Und zwar war das hier dabei. Irgendwo hatte ich das gerade, Kräfte. Hier, Kräfte. Und zwar hier, bei unserer Fähigkeit Weitreichen, gibt es ja, wie soll ich sagen, Aufbesserungen unserer Fähigkeit. Und hier ist was ganz Interessantes, was uns 2 Runen kostet. Und zwar, Objekte ziehen. Ziehe Objekte zu dir und fang sie auf, während du in der Luft bist. Das funktioniert auch mit Leichen oder bewusstlosen Körpern. Strategische Hinweise. Ziehe Objekte zu dir hin und fange sie oder gehe zur Seite, um sie vorbeifliegen zu lassen. Herbeigezogene Ressourcen werden automatisch in dein Inventar gelegt. Objekte, die getragen werden können, musst du in die Hand nehmen. Ziehe eine Flasche herbei und wirf sie danach als Ablenkung. Herbeigezogene Walöltanks kannst du als Sprengwaffe verwenden. Also das möchte ich gerne skillen, ehrlich gesagt. Und möchte für 2 Runen opfern. Gerne. Yeah. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren. So. Wir müssen das jetzt heranziehen können mit der rechten Maustaste. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aha. Okay, auf das 6er. Warte, jetzt muss ich kurz ein Stück zurückrutschen. So. Wenn ich jetzt... Aha, so geht das. Na nü. Du müsstest den Gegenstand herziehen können. Hä? Klappt das nicht? Sie müsste das eigentlich herziehen können. Warte mal. Das ist bei 5. 5 ist das Herz. Jetzt dachte ich, das klappt, ne? Und dann sowas. So klappt denn das ist nicht. Das ist ja sonderbar. Sie zieht mich nur ran, ne? Aber Gegenstände jetzt... Ach so, das könnte gar nicht hier sein. Wobei, sind das 6 Meter? Das könnte hinter dem Holzdingen sein, ne? Na, das klappt nicht wirklich, ne? Das könnte jetzt auch hinterm Holz sein. Was jetzt gar nicht schön wäre. Busch. Na, ich glaube, das ist ein Blödsinn, was ich da gerade mache. Aber es müsste schon da sein. Also normalerweise. Also ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass das geht. Aber scheinbar nicht wirklich. Schade. Geht dann vielleicht noch was fähigkeitenmäßig, dass ich vielleicht hinter den Zielen was machen kann oder so? Was wäre dann hier noch? Verlangsamung. Wenn du fällst, wird die Zeit kurz verlangsamt, während du mit Weitreichen zielst. Wenn du mit Weitreichen beim Fallen zielst, wird die Zeit verlangsamt und ermöglicht dir präzisere Bewegungen und Richtungswechsel. Das haben wir da. Gegner ziehen. Ziehe Gegner zu dir und töte sie oder setze sie außer Gefecht, während du in der Luft bist, nicht heimlich. Strategische Hinweise. Visiere mit weitreichen einen Gegner direkt an, um ihn gewaltsam zu dir zu ziehen. Danach kannst du ihn ausschalten, bewusstlos würgen oder zur Seite gehen, um ihn auf den Boden oder gegen eine Mauer krachen zu lassen. Habe ich echt gedacht, ich schlage dem Ganzen da ein Schnippchen. Ne? Ich mache das gut. Und in Wirklichkeit mache ich gar nichts gut. Der Holzbalken ist echt im Weg. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Ich habe echt gehofft gehabt, dass das klappt. Ne? Vielleicht reicht auch die Reichweite nicht. Das könnte vielleicht auch sein. Warte noch, vielleicht kann man da die Reichweite skillen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Hätten wir denn noch? Na, kann man das noch verbessern?
bereits erworben. Nö. Das ist jetzt gerade echt doof. Ich habe jetzt echt gedacht, ich kann das. Gehen tut sicher irgendwie, nur ich weiß schon wieder mal nicht wie, ne? Ich kann auch nicht durch, ne? Das klappt ja auch nicht. Nobody knows. So. Schade. Das ist mal wirklich schade. Und da irgendwie runter komme ich auch nicht wirklich, oder? So in dem Haus vielleicht irgendwie runter oder so? Nö, ne? Ah, das ärgert mich jetzt gerade. Vielleicht hätte ich noch eine Bombe gebraucht oder so. Das ist halt echt kacke. Kann man hier irgendwie in die Kanalisation? Bitte? Eine Maus zähmen soll auch irgendwie möglich sein. Ich habe keine Ahnung, wie man Mäuse zähmt. Aber ob eine Maus uns das hier bringen kann? Ich habe keine Ahnung. Toll, ne? Das ist gerade echt kacke. Das ärgert mich gerade. Ärgert mich gerade wirklich. Dann muss ich mir eine neue suchen. Bei der werde ich gerade nicht schlau. Flotte Musik, meine Lieben. Na, das ist gerade echt grrr. Werde ich gerade echt grrr. Ich will das haben und krieg's nicht, ne? Hallo, willkommen. Sehen Sie sich um? Ja, danke. Das ist gerade echt blöd. Aber was soll ich machen? Aha, da komme ich, schon wieder weiter, ne? Zu viel weiter. Oh. So, ich muss da weg. Da ist nämlich auch so ein Kerl. Boruk. Und da oben sollte ja dann auch noch eins sein, ne? Verfluchten Gestalten, die in den dunklen Winkeln unserer Stadt. Hey, wer ist? Hey, alles in Ordnung. Stell dich deinem Schicksal! Was? Wer bist du? Ja! Hey, ich werf dich den Hund. Hey, vor. Hallo! Hey, das finde ich gerade nicht nett. Wieso sind die jetzt da? Ich wollte. Ach, gekommen, wirklich. Nein, warte. Das da, glaube ich, wäre besser. Wie geht denn das jetzt? Darf ich da oben jetzt auch nicht hin, oder wie? Da war ja trotzdem noch ein Teil, glaube ich. Ich finde es aber gerade echt kacke, dass das nicht geht mit dem Herziehen. Wahrscheinlich ist es genau hinter dem Holzbalken. Und dann habe ich schon verspielt, sozusagen, ne? Haben wir hier irgendwas drinnen? Nur Blut. Jawohl. Au! Aha, da darf ich nicht drauf.
Aha, natürlich. Das ist, aha. Eine Schiene, die komplett unter Strom steht. Okay. Okay, das muss man auch wissen. Ich glaube, ich träume. So, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, ich habe einen falschen Spielstand gewählt. Fällt mir gerade ein. Nein, passt. Das ist Station ja mal Eddemeyer. Was. Hier geht's zum Institut. Das ist ja mal wieder was ganz. Ja, gar das. Schoßhunde des Herzogs. Ich habe Miss Pastor erzählt, dass sie uns nicht in die Bahn lassen wollte. Eddemeyer ist da. Wie bitte? Ich bin weg, du Trottel. So, dann brauche ich nochmal das Herz. Ich wollte so viel mit dir erleben. Keine Artefaktsachen. Null Artefaktsachen. Das ist da unten halt immer noch, ne? Ich kannte diese Welt vor 15 Jahren. Teile von mir bleiben. Doch die Welt wird seltsam. Ups, Entschuldigung. Das gibt's ja nicht. Nicht auf die Schienen. Schau mal darüber. Müssen wir mal Ruhe haben. Oh, Mist. Ich weiß, dass du hier bist. Wo was? Ist sie? Blin ist zwecklos. Scheiße, 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 scheiße. Zu die Tür. Ach, Chopper. Was hat sie denn jetzt gemacht, bitte? Nicht umsonst. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Hallo. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. So. Das muss die Wohnung der Alchemistin sein. Alexandria Hypatia. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Was haben wir da? Wecker? Okay. Das wollte ich gerade nicht da rein, aber ja, irgendwie bin ich jetzt doch da reingeplumpst. Was haben wir denn da Schönes? Ein paar Pflanzen, die schon mehr vertrocknet sind als sonst was. Wer hat mehr getötet in Kanaka, Madame Blutfliege oder ich? Nach den schrecklichen Fehlschlägen mit dem ersten Serum will ich den Bergleuten jetzt umso mehr helfen. Unglaublich, wie hart der Herzog und seine Gesellen die Arbeiter antreiben, aber bis er zur Vernunft kommt, tue ich alles, um ihnen das Leben zu erleichtern und den Familien zu helfen. Ich bin besessen von dieser Arbeit und der Wirkung, die sie auf benachteiligte Menschen in Kanaka haben wird. Nach der Untersuchung der ursprünglichen Seuchenelixiere bin ich an etwas dran. Wenn ich Hypatia finde, wird sie mir sagen, was sie über den Kronmeuchler weiß. Hoffen wir's. So. Licht wäre hier auch nicht schlecht, da ist schon ziemlich finster. So, schön spülen, immer schön spülen und Hände waschen. So, fein. So, ja. Reagenzien, tragen, tragen, tragen.
Apparaten, glaube ich, sind auch hier. Okay. Okay. Okay, wir sind jetzt hier irgendwo. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ah, da. Okay. So. Ist das da unten jetzt eine Wache, ne? Super. Sackgasse. Das war ganz toll. Aber wenigstens ein bisschen was zu essen. Bitte keine Ratte. Ich glaube, nee, ja. Warum bedecken Sie Ihr Gesicht? Hey, wer rennt da drüben herum? Es ist halt wieder mal die Rune hier, ne? Wo ich echt nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Komm her, du Scheißding. Mit der Armbrust reinschießen und das Holz kaputt machen. Ha! Tatsächlich! Tatsächlich! Lol. Bitte, gefindet! So muss das ausschauen. Scheibendreck. Zwei haben wir erst. Dann werden wir vielleicht das hier gleich mitskillen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. So, ja. Dann können wir uns besser, dann können wir uns besser justieren. Da war noch was. Warte kurz, was haben wir da? Ziel? Missionsgegenstände. Doktor. Ja, wie hieß jetzt schnell? Hypatia, ne? Hypatias Wohnungsschlüssel. Okay. So, na, weg da. Entschuldigung, falsche Taste. Hoi, nicht schlecht. Das ist doch fast speicherungswürdig, oder? Mann, 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 ich stelle mich an. Es tut mir sehr leid. Neun Dings würde ich nehmen. Ja. Es tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid. Ich, ja. Ich bin auch nicht der sonderlich große oder gute Assassin's Creed-Spieler. Das merkt man vielleicht. Na, nö. Im Wasser. Wenn ich bin. Da hoch. Und so. Doch, so. Kann ich da auch hoch? Bei den Geburten. Oh, die nein. Frau von den Plakaten? Keine Gnade. Nope, das war nicht so toll. Kann ich da hoch? Bitte? Kann ich da hoch? Kann ich da rein? Nö. Kann vielleicht da hoch? Jawohl. Das klappt. Tap, tap, tap. Das klappt. Supi. Na super, wieso bin ich jetzt nicht drauf? Näh. Gut, gut. Geh mal von. Aha, da ist schon wieder was. Ich müsste mal das Herz holen. Liebes so Herz. So wenig getan. Es sollte nie so weit kommen. Das da. Das ist wahrscheinlich hier drüben. Halt, Mäuschen. Hallo, Mäuschen. Hier vielleicht irgendwo. Was haben wir da? Schon wieder sie? Notiz von Dr. Liebe Cyril, ich arbeite zurzeit so viel, dass ich genauso gut im Edermain schlafen könnte.
Du hast vollkommen recht. Es ist nicht gesund. Und als Ärztin sollte ich es besser wissen. Aber ich glaube, ich stehe kurz vor einer wichtigen Entdeckung, die meine Edamein-Dinktur noch verbessert. Könntest du bitte in den nächsten Tagen meine Pflanzen gießen? Hat dir super hingehauen. Du bist darin ohnehin besser. Ich vergesse sie ständig. Ah, das erklärt so einiges. Nimm dir ruhig ein Elixier, wenn du möchtest. Ich hoffe, Caroline, geht es bald besser. Deine Freundin und Nachbarin Alexandria. Hammer, das Ding, sage ich. Ja, eigentlich die Rune oder so wird es sein, denke ich. Ist hier jemand? Schaut nicht so aus. Hier drinnen? Ich habe keine Ahnung, die Nummern. Oh, Freeze, Safe. Wie kriege ich da... Das hat sich super ausgezahlt. Wie kriege ich da die Nummer raus? Hallo bei Winslows Tresoren. Sie können sich gern umsehen. Hallo, Entschuldigung. Und das ist hier los. Bei meinem Glück Wieso? Ist das der Kronenmeuchler. Was ist denn jetzt los? Nein, ich muss hier weg. Nein, ich will nicht sterben. Und zwar dringend. Sie weg. Tschüss. Ist sie es weg? Ja, bin ich. Muha. Hä? Ich bin so doof. Ich hau da gleich irgendwas zu Brei, ne? Wow. Da? Komm zurück! So, jetzt ist er hin. Caramba. Habe ich jetzt Ruhe? Sie haben hier nichts verloren, Servus. Fremdling. Wache! Hilfe! Hä, was? Lassen Sie mich! Hallo! Hilfe! So hilft mir doch jemand! Was? Ich will nicht sterben! Hier stimmt was nicht! Ich habe nichts gemacht! Ey! Scheiße! So, ich wollte ja eigentlich nur... Kann man hier durch? Mit kaputt hauen? Auch nicht. Ich wollte doch nur dieses Ding holen und brauche vom Safe den Code, ne? Soll ich helfen? Ah! Also die ist halt umgebracht. Hm. Ich wische mir nach! Ja, ich bin tot. Oder doch nicht. Nur knapp. So. Habe jetzt Ruhe? Bitte? Ich wollte doch nur dieses Ding holen. Und, ja. Eigentlich. Und bräuchte dafür den Code, ne? Raten wird mir da nichts bringen, oder? Einfach so aufmachen wird ja nicht gehen, oder? Ist hier nichts dabei? Ich habe nichts gemacht, ey. Ich hätte halt nur gern den Code Bitte, für das. Gnade. Ich tue ja eh nichts. Die Beute den Mächtigen. Yeah! Dressurkombinationswettbewerb.
Die Kombination lautet 991. Ja, wir lassen den Tresor-Wettbewerb weiterlaufen. Vielleicht kommt niemand in den Laden. Vielleicht kommt ein Dutzend, so wie damals vor 5 Jahren, während der Parade der Fischhändler. Diese bekloppten Hafenarbeiter und ihre Frauen erraten die Kombination doch nie. Wir machen das ja nur, um Kunden anzulocken. Und wenn wir Glück haben, erzählen sie über ein Bierchen ihren Freunden davon. Oder zu Hause der Familie. Sie wissen ja nicht, was darin ist und füllen einfach die Leerstellen aus. Stellen sich den Schatz vom Dunwall Tower vor. Wir brauchen die Kundschaft, also lass die Schilder hängen und bleib höflich zu allen Armleuchtern, die versuchen wollen, den Tresor zu öffnen. Freundlich. So, 2er Münzen. Nein, na, komm her. Bitte nicht. Was denn? Ich raub dich nur aus, sonst ist alles gut. Ich bring dich schon nicht um. So, danke für die Münzen. Und den Tresor. Ich sollte es vielleicht nicht kaputt hauen, weil ich wahrscheinlich noch mehr von diesen Deppen anlocken werde. Aber wir machen hier mal 9 und hier die 1. Na, geht's noch? Ach, okay. 7, so, 9 und 1. Tada! Und hier mit unserem Knochendingens. Yeah, eine Pistole. Kanonendingens brauchen wir nicht. Silberbahn und Goldbahn. Supi! So, der arbeitet wieder, glaube ich, ne? So. Cooler Mechanismus. Schön, das haben wir auch. Dann würde ich sagen, wäre gut der nächste, oder? Boah, das dauert echt lange. Es tut mir wirklich leid, da die Dinger zu finden. Buh, buh. Entschuldigung, ich bin gemein. So. Wohin denn als nächstes? Eine Karte, wo die ganzen Dinger eingezeichnet sind, so wie bei Assassin's Creed, wäre echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, sowas kriegen wir hier nicht. Sowas, glaube ich, kriegen wir hier nicht. Ich bin nur froh, heilfroh, dass wir... Ist es eine, die eine Rune da jetzt bekommen haben. Ich habe schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich sollte vielleicht mal speichern. Obwohl das Ganze nicht ganz so gut lief. Und ich es wieder nicht geschafft habe, Leute am Leben zu lassen. Aber bitte, die sind selber schuld, wenn sie uns angreifen, ne? So, Horuk. Geht's da schon? Weiter. Boah, ist da alles voller Strom. Ah, die Admire Station. Da will ich aber noch gar nicht hin. Ich möchte aber gern was essen, ehrlich gesagt. Ich bin etwas angeschlagen. Wow, da ist... Okay, nichts wie raus hier. Hui. Ich... Das du bist umzingelt! Nein, bin ich nicht. Hey, wer rennt da drüben herum? Niemand. Ich will da hoch. Du bist so doof. Wow, Glück gehabt. Nimm das. Komm ich da hoch? Kann ich zahlen? Nein. Komm ich nicht. Weil das nicht so gut hüpft, wie ich es gerne hätte. Worauf wartest du noch? Kann ich mal sagen. Dann schlag mich doch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Haldo hat mich gerade wieder getroffen. So. Wo könnte da noch was sein? Da drüben ist einfach nur dieses... Au! Hätte hat mir gerade mit dem Blumentopf angeschmissen. Diese Sau. Echt, Entschuldigung. Ist ja wahr. So. So, wenn ich schon da bin, kann ich hier irgendwie was machen? Da ist nur alles unter Strom, ne? Okay, au! Das war nicht so schlau von mir. Willst du... Na, was machst du denn, Mädel?
darauf. Ja, ja, genau so. So, ist mal gut. Weg da. Ich weiß nicht, was ich mache. Fragt's bitte nicht. Hoch. Ich wollte nämlich eigentlich nur Artefakt und so. Und hatte gehofft gehabt. Hier irgendwas, ja, in dieser Richtung zu bekommen. Komme ich da rauf oder bleibe ich wieder? Natürlich. Hoch mit dir. Sie schafft es einfach nicht, ne? Es ist schon ein bisschen zum Heulen. Warum schafft die das nicht, die Alte? Kannst du auf das, auf der Wand irgendwie? Jetzt haben wir es. Das war doch nicht wow. Kann ich da du rein? Du willst kämpfen? Was war das? Hey, spinnst du? Weitermachen! So, weg mit dir. Hast du das gehört? Was gefunden, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Seid ihr Freund oder Feind, Freund? Versteck mich da mal. Gibt es keine Aufseherinnen oder nur Männer? Die Frauen haben ihren eigenen Clan. Getrennt. Sind alle blind? Aber ich glaube, sie dürfen nicht zusammen sein, Männer und Frauen. Gefällt dem Orden wohl nicht. Vielleicht können die dann nicht die Finger voneinander lassen. Konzentrieren sich so mehr auf die Gebote, denke ich. Ich werde... Nein! So. Kann es sein? Kann ich da hoch? Au. Ich werde sowieso abnippeln jetzt. Keine Chance, ne? Hey du, komm her! Weil ich halt auch nicht weiß, was ich machen soll. Wo ich hin soll, so muss ich sagen. Was ich machen soll, weiß ich schon, aber nicht, wo ich hin soll. So. Ich will nur diese Dinger haben. Du dich, Feigling? Ich müsste wieder zum Hafen zurück. Vielleicht, dass ich dort noch was finde. Nur wie schaffe ich das jetzt bitte zum Hafen zurück? Da oben komme ich wahrscheinlich eher nicht hin. Ich weiß schon, ich muss wieder da ganz zurück, ne? Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Ins Wasser und so. Vielleicht sieht mich da keiner. Es ist gerade echt doof, ne, irgendwie. Ich verplemper viel zu viel Zeit. Ich renn nur im Kreis herum, ne? Das ist wieder typisch ich. Das ist wieder so typisch ich. Ich möchte gern wieder hier rauf. Kann ich hier rauf? Ja. Und hier hoch, bitte. Hier hoch. Ich gehe jetzt kurz mal zum Hafen zurück. Wenn es mir möglich ist. So. Und der Part ist wieder zu Ende, ich weiß. Ich gehe nochmal zum Hafen zurück und schaue, ob ich hier noch irgendwelche Runen oder so finde. Ja. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Wohin? Da. Wo da geht's raus, ne? Ja. So. So. Ich möchte gerne aufstehen. Bitte. Danke. Neutrales Gebiet. Okay, ich, die Tür ist blockiert. Ich hoffe, da kann ich das kaputt haben? Vielleicht interessiert. Wer redet da mit mir? Ich verspreche dir, es lohnt sich. Wer redet da mit mir? Komm schon. Hör mir einen Augenblick zu. Die da drin? Wie komme ich da rein? Gar nicht so auf diese Art. Na, wird schon einen Weg reingeben, denke ich mal, ne? Ich kann man da irgendwie hochkraxeln, aber es ist ja im nächsten Part dann herausfinden. Beziehungsweise hoffe ich, dass ich noch irgendwie ein paar...
Artefakte oder so finde, weil zwei müssten zu wenig sein oder drei, was wir hier hatten, oder? Warte kurz. Was? Ich dachte, das wäre neutral. Ein verderbtes Knochenfragment. Also irgendwie da drüben dann auf der Seite, ne? Na, großartig. Ja, ich sag auch mal M. So. Okay. Ja, liebe Mami, dein Töchterchen ist hier leicht, und so, ne? Überfordert. Na, Spaß. Ich werde das irgendwie hinbekommen, hoffe ich. Auf jeden Fall, drei Artefakte, glaube ich, sind hier noch insgesamt. Ich habe keine Ahnung, ob ich die bekomme oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das alles wirklich Sinn und Zweck ist, aber ich denke schon, ne? Die Dinger werden begrenzt sein, fürchte ich. Das heißt, irgendwann werden wir nichts mehr bekommen von dem Zeug. Hier drinnen. Irgendwo da auf der anderen Seite müsste was sein. Wir werden das schon herausfinden, wir werden das schon bekommen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder mal fürs Durchhalten. Das muss ich echt so sagen. Fürs Durchhalten meiner spielerischen Meisterleistungen hier. Ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo. Glaube ich. Wenn ich das, ja. Also dann, ihr Lieben. Tschüss.